Eine so? Nuttenpartei. Ja. Nuttenpartei Deutschland, die NPD. Würde ich wählen. Klingt schön. Wappa. Ja. Nee, ein Rülpser können wir können hier, also die heutige Woche können wir nicht mit einem fucking Rülpser anfangen. Nee. Das geht nicht. Aloha, Ladies und Gentlemen. Willkommen, ein saftiges Willkommen, möchte ich fast sagen, aus der Datenautobahn. Meine Fresse, was ist das denn für eine Woche, Tino? Holy shit. Wir sind Brennpunkt Internet, wir fassen die Wochen zusammen und also immer die jeweils vergangene Woche. Tino, jetzt sagt auch mal was, die Leute denken nicht für Selbstgespräche. Ja, also... Danke, Tino, für deine Expertenmeinung. Also. Eloquenz. Eloquenz wird mit T geschrieben. Meine Meinung. Nur meine Meinung. Ja, wir erhoffen uns ja immer wieder spannende Themen zu besprechen, ja. Aber es gibt auch manchmal so Wochen, wo man sich denkt, ach, es gibt auch so Themen, die man nicht besprechen möchte. Ist richtig. Wir machen immer so unsere Scherzchen über Christchurch, aber eigentlich sind das Sachen, die wir gar nicht passiert haben wollen. Es sind keine Scherze, es ist spitzfingerige Gesellschaftskritik, die sich da drin verbirgt, ja. Was dem einen oder anderen total entgeht, der hier bei uns irgendwie Beschwerde einreicht per E-Mail. Das und dann aber auch darin zugibt, dass er nur irgendwie ein paar Minuten vom Brennpunkt gehört hat. Man muss schon den Kontext betrachten. Ich mache das ja immer mit Absicht. Ihr habt es auch diesmal wieder gehört. Am Anfang ist eine Aussage, die aus dem Kontext gerissen ist. Wie wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich mag kleine Kinder. Ja, reicht eigentlich schon. Ja. Ja, wie ihr versteht, was ich meine. Wir sind Brennpunkt Internet und ihr habt es vielleicht noch nicht gehört, aber wir sind super gut. Wir sind sogar sehr gut. Wir bewerten die Woche. Wir bewerten immer die Woche. Am Ende der Sendung gibt es eine Zusammenfassung und wir vergeben eine Punktewertung von 1 bis 10. Und ich sage mal, diese Woche, oi, Tino, da flattert ja alles die weg. Die Zahl wurde gar nicht erfunden, muss man sagen. Naja, ich sag mal, ich glaube nicht, dass ich auf die 10 gehen würde. Nee. Weil wir hatten irgendwann mal gesagt, da muss der Dritte Weltkrieg für losgehen. Aber also, es schrammt schon. Die Zahl wurde nicht erfunden. Also es gibt keine 8,12 oder keine Ahnung. Was ist denn alles so Wildes diese Woche passiert, dass wir so außer Atem sind? Vielleicht kurz in eigener Mission. Ich sag für mich, ich bin völlig außer Atem, weil ich hier schon wieder hergeradelt bin. Die ganze Woche nur am Rotieren. Meine Fresse, ist hier was los. Am letzten Wochenende ein Video gemacht, also Video gefilmt. Das musste ich jetzt die ganze Woche schneiden. 23 Minuten lang nur Untertitel gemacht, weil ich ja so eine große internationale Fanbase habe. Oh, merkt man das, wie ich mir gerade in den Nippeln rumspiele? Und meine Fresse, dieses Wochenende dann auch noch 48-Stunden-Stream, Zwiebelmarkt, alles querbeet. Ich hatte überhaupt keine Minute Freizeit. Deswegen bin ich auch auf die heutige Folge leider etwas schlechter vorbereitet, als man hätte sein sollen. Aber dennoch kann ich einiges dazu sagen. Tino, was ist denn bei dir im Privatleben los, bevor wir in die internationalen Themen einsteigen können? Ach, komm, hör auf. Gestern, ja, das war echt die Hölle. Ja. Also neben den tagespolitischen Themen, ja, also ich hatte auch meine privaten Probleme. Ich hatte einen Dreh in, es hieß in Weimar, ob ich Zeit habe für so ein... Kenn ich, Weimar. Ich auch, habe ich mal gehört am Rande, ob ich denn nicht eine kleine Rolle spielen möchte in einem Werbespot. Ja. Wird in Weimar gedreht für so ein Restaurant, Etablissement, Hotel, was auch immer. Ich sage, ja, kein Ding, guck auf Google Maps, ach, ich laufe 30 Minuten, kaum kann ich ein bisschen mich bewegen vorher. Ja. Und wusste aber nicht, dass es ein Schöndorf ist. Also nicht Weimar, es ist Schöndorf. Ah, Schöndorf ist kein Teil von Weimar. Das möchte ich vehement abstreiten. Nicht wirklich. Und Google Maps, ich würde eigentlich auch behaupten, Schöndorf ist kein Teil der Erde. Wenn es nach mir geht. Nicht mehr des Sonnensystems. Ja. Und ich dachte, da läufst du easy hin, wenn dir Google Maps eine Gehroute anbietet, dann läufst du sie einfach lang. Aber sie führte mich irgendwann über eine Bundesstraße, über eine Hauptstraße quasi. Nice. Wo ich nur rechts dann an dieser Leitplanke langlaufen musste. Da war aber auch die irgendwann voller Bäume und Büsche, dass ich dann durch so ein Feld laufen musste, über so ein Ackerfeld laufen musste. Und es hat geregnet und gestürmt. Meine Schuhe wurden schmutzig, meine schönen Doc Martens wurden schmutzig. Ich halte es gerade mal ins Mikrofon, dass ihr den Schmutz hören könnt. Ich möchte da einen großen Künstler zitieren. Mit Sombrero auf und Doc Martens an, so geht die Reise los. Ja, Kevin. Und ja, dann war der Dreh auch beschissen. Wir haben draußen gedreht, es hat geregnet und es war echt nicht lustig. Und ich habe dann gesagt, ich muss noch zu einer Probe und habe dann mein Geld kassiert und bin dann gegangen. Okay. Also ganz schlimmer Tag, ja? Ja, würdest du sagen, dein Tag war ungefähr so schlimm wie die Tage für die Person in Halle? So plus minus? Für welche Person denn? Naja, ein paar. Ja. Also die Polizei zum Beispiel ist vergleichbar, ja. Für die Polizei nicht. Also ich muss ja, wenn wir jetzt einsteigen wollen in diese Geschichte, ja. Müssen wir, also es ist... Gestern war ja, also von euch gesehen, vor 3 Tagen,
vor 4 Tagen, der Mittwoch, war ein Feiertag für die Juden, und zwar der höchste Feiertag. Und dass es da keine Polizeipräsenz gab vor dieser Synagoge. Und dass die gläubigen Leute dort per Zufall nicht erschossen worden sind, weil sie die Tür verriegelt haben, aus Sicherheitsgründen. Ja, also ja, ist ja demnach dann kein Zufall. Ich finde eher schlimm, dass es nötig wäre, Polizeipräsenz dazu haben, ist ja viel schlimmer. Aber ist ja eigentlich so, dass es die an solchen Feiertagen Polizeipräsenz haben, aber an dem Tag nicht, an der Synagoge nicht. Vielleicht ist es ja an irgendwem vorbeigegangen. Dann können wir es jetzt nochmal ganz kurz und knapp zusammenfassen. Es ist auch dieses Mal so, weil ich auch so eine turbulente Woche habe. Ich habe diesmal schon den Titel und das Thumbnail, das Bild für den Podcast-Radiosendung an liebe 80-jährige Hörer am Empfangsbolzen. Ich habe das schon fertig, bevor die Sendung überhaupt aufgezeichnet wurde. Und ich dachte mir, das Motto, keiner für einen, nee, warte, fuck. Keiner für einer, einen, für einer für keinen und alle für Halle. Fand ich ganz schön. Denn ich möchte auch diesmal ein bisschen einen anderen Ansatz nehmen. Normalerweise würde ich dann hier losspotten und sagen, was das für ein dummes Schwein ist und so. Aber ich würde es diesmal vielleicht wirklich ein bisschen anders versuchen. Und ich erkläre es. Weil es ein Deutscher war. Ja, weil es ein Deutscher war. Und da muss ich halt so ein bisschen Solidarität zeigen. Nein, Tino. Weil ich habe erst gedacht, oh nee. Ich wollte es vor allem zusammenfassen, was passiert ist für Leute, die es überhaupt nicht mitbekommen haben. Ihr seht schon, wir sind professionelle Menschen. Also, in Halle gab es einen, kann man sagen, Amoklauf, eigentlich auch Terroranschlag, weil es war ja auch politisch motiviert, ja, von einem Menschen, möchte ich jetzt auch gar nicht weiter einkreisen, der sich selbst Waffen gebaut hat und dann in eine Synagoge einsteigen wollte, daran gescheitert ist, wie an vielen anderen Sachen auch, und dann wahllos, soweit ich weiß, 2 Leute, wie gesagt, ich bin nicht 100% jetzt. Laut aktuellem Stand sind es 2 Tote. 2 Leute erschossen hat. Und ja, er hat das Ganze, ich habe halt echt so dir ein Bild geschickt, ne, wo erste Bilder von diesem Täter im Internet kursierten. Und ich dachte schon so, nee, der hat doch jetzt nicht ernsthaft an seinem Helm ein Handy befestigt und zeichnet diese Scheiße auch auf. 6 Stunden später stellte sich raus, ja, tatsächlich, er hat diese Sache auf Twitch gestreamt. Dein Einsatz, Tino? Ja, es ist ein Kollege von mir. Ja. Lol. Nein, und ich dachte mir erst, okay, Trittbrettfahrer, Christchurch und so, muss man sich jetzt auch nicht anschauen. Und ich will das auch nie promoten, sowas, sich anzuschauen. Und überhaupt, ihr seht ja auch, dass ich halbwegs bemüht bin, diese Personen anonym zu lassen, und beschäftigen uns lieber mit den Leuten, die er getötet hat. Aber ich habe es mir dann tatsächlich doch angeschaut und muss sagen, das ist eigentlich, ich will nicht sagen gut, aber es ist... umgesetzt oder was meinst du? Ja, ist doch schöne Cinematografie, ist wirklich ganz schön gemacht. Nein, Mann, hört mir zu, es ist wirklich wichtig. Ich glaube, das Video könnte wirklich irgendwie relevant werden, wenn man wirklich in Zukunft clever mit solchen Situationen umgehen möchte. Denn du siehst halt in diesem Video, dass ja nicht irgendwie so ein, wie man sich jetzt vorstellt, so ein harter... Ja, ich lass mich in Ruhe, ich klatsche euch jetzt alle zusammen, sondern eigentlich ist er ein super armes Würstchen. Er hat halt, wie gesagt, Waffen selber gebaut, und an jeder Stelle scheitert er. Er scheitert immer wieder, er zerschießt sich selber aus Versehen den Reifen. Seine Waffen klemmen andauernd, er kriegt eine Tür nicht aufgesprengt, er schafft es nicht mal, das fand ich total seltsam. Da ist halt eine relativ kleine Mauer an der Synagoge, er schafft es da nicht hochzuklettern oder so, oder denkt da überhaupt nicht dran. Er möchte den Blinker anstellen, macht stattdessen den Scheibenwischer an. 1000 solche Sachen. Er rafft es an allen Ecken und Kanten nicht. Und da dachte ich erst, okay, dass die Leute dann das Video hier so als Meme, haha, lol, guck mal, wie dumm der ist. Aber dann fängt er an, die ganze Zeit zu sagen, Mann, ich kann einfach gar nicht so. Nicht mal das kann ich richtig so. Und er betont halt immer wieder, dass er sagt Neat, das habe ich noch nie gehört. Ich glaube, N-E-A-T. Eine Niete? Niete sagt dann, ist ja auch egal, vielleicht ist das auch wieder so. So Ostdeutsch. Ja, ja. Ich bin ein Neat. Ja. Nein, aber er sagt halt immer wieder, wie unfähig er ist und wie scheiße er ist und so. Und eigentlich zeigt das doch nur, wer wirklich, also welche Menschen wirklich solche Taten machen können. Ja, solchen extremen Sachen. Genau, ja, ja. Die einfach irgendwie nichts haben, die irgendwie von der Gesellschaft irgendwie stehen gelassen wurden, die dann indoktriniert werden oder sich selbst indoktrinieren durch irgendwas, um irgendwo dazuzugehören oder irgendwo einen Sinn zu sehen. Und ich weiß ja auch nicht, Kollege, also die Juden jetzt als Feindbild zu nehmen, das ist aber auch jetzt ein bisschen veraltet, oder? Ist ja nicht mehr aktuell tatsächlich. Aber obwohl, es ist immer noch, also Juden wurden ja schon immer angefeindet von allen Generationen, allen Jahrhunderten. Der hat es doch irgendwie verpasst. Also Juden, ich weiß nicht.
Ich verstehe es nicht. Das ist halt wirklich wie so aus dem Textbuch. Ja, ich brauche jetzt ein Feindbild. Ach gut, der Jude. Stellt sich raus, er schafft es ja nicht, da hinzukommen. Schießt dann auf eine völlig wahllos gewählte Frau, die halt irgendwie an ihm vorbeiläuft und fragt, er will halt gerade so eine Tür sprengen. Ich berichte jetzt über das Video, damit ihr keinen Grund habt, euch es anzuschauen. Ich finde das immer eigentlich ganz gut. Möchte so eine Tür sprengen, in dem Moment kommt eine Frau vorbei und fragt, muss das sein, wenn ich hier gerade lang gehe? Eine weiße deutsche Frau. Und er schießt sie einfach. Ja. So. Ohne zu zögern. Und da merkst du halt auch, dass, also, die Juden sind an allem schuld. Das funktioniert dann nicht, wenn er dann quasi seine Seite nicht mit mal, erschießt. Nicht mal das schafft er, ja. Und dann merkst du, okay, er flieht dann von dieser Synagoge. Ich finde übrigens in dem ganzen Video am heftigsten, dass das irgendwie ewig dauert, bis irgendwo Polizei zu sehen ist. Mhm. Obwohl er so viele Explosionen, also er hat immer ganz viele Böller oder selbstgemachte Bomben halt, die alle jetzt nicht super krass sind, aber es dauert halt übelst lange. Bei der Synagoge kommt halt gar keine Polizei. Egal. Dann fährt er weiter und sagt das erste Mal so, ey, ich kann gar nichts, ey, nicht mal das kann ich. Naja, wenigstens habe ich gezeigt, dass selbstgebaute Waffen scheiße sind, wo ich auch nochmal dazu kommen muss, denn in Amerika, wo jeder relativ leicht Waffenzugang hat, hätte das ganz anders ausgesehen in Halle, so, ne? Und dann fährt er halt eine Straße lang und sagt so, ach, Döner, nehmen wir. Da merkst du halt so richtig, er weiß gerade gar nicht, was er tun soll, weil richtig er super, planlos, super gefailt ist und so, das nächstbeste Hass, was sagt man? Sündenbock. Hassobjekt, Sündenbock meine ich eigentlich. Der nächstbeste Sündenbock, dann nehme ich halt jetzt einen Döner so, weil ich habe das, also einen Dönerladen. Und das halt so das. Dann hat er so noch so einen kleinen Schussabtausch, schießt halt auch irgendwie, also so wirkt es für mich mit einer Schrotflinte über, weiß ich nicht, wie viele Meter, 50, 100 Meter auf irgendein Polizeiauto. Man muss doch nur GTA gespielt haben, um zu wissen, dass Schrotflinten nicht so weit schießen können. Ja, die sind wohl in echt besser auf Distanz als in Videospielen, weil sie sonst in Videospielen overpowered wären. Aber trotzdem, es ist alles irgendwie so ein bisschen scheiße. So. Er ist halt, und das möchte ich betonen, ich habe echt gedacht, mach mal jetzt wieder, was das für ein dummer Mensch ist und so. Aber im Endeffekt ist es halt einfach nur eine übelst arme Wurst. Ja. Und wir müssen das irgendwie angehen, indem wir solche Leute eher irgendwie auffangen, so, ne? Statt auszugrenzen. Ich weiß es nicht. Es muss man auch ansprechen, er war wohl auf 4chan oder 8chan irgendwie unterwegs, hat sich ja auch im Video als Anon oder Anon oder so vorgestellt, ne? Und das ist so, jeder ist halt ein Anonymer auf 4chan. Was man ja jetzt so einem Sachsen-Nazi nicht zutraut, ne? Also solchen Rechtsextremisten. Ja, er spricht halt auch übelst scheiße Englisch und so. Aber er ist schon recht extrem motiviert gewesen. Ne? Das war schon die Aussage der Polizei. Ja, ja, also er sagt ganz am Anfang halt, dass die so richtig schlecht einfach, so richtig, wie man es eher als übertriebenen Witz oder so noch, die Juden sind an allem schuld, so haha, lol. Und er sagt halt wirklich, dann sagt er noch irgendwas mit Feminismus und so. Es ist auch völlig egal. Konzentriert euch auf die Frau, die da völlig wahllos vorbeigegangen ist und einfach erschossen wird. Ich habe dieses Bild gesehen von diesem Rucksack, der dann da irgendwie dann auf dem Boden lag. Mit diesem Schlüsselanhänger, voll süß, und dann ist sie einfach gestorben. Und mindestens drei Leute haben halt auch überlebt, weil in dem Moment die Waffen blockiert haben. So. Also er hat dann immer wieder Leute vor der Flinte sozusagen und seine Waffe schießt nicht. Aber stell dir mal vor, der wäre irgendwie in die Synagoge reingekommen. Ja, der hätte echt Christchurch quasi nochmal toppen können, weil da waren noch mal mehr Leute in dieser Synagoge drin. Wenn er die alle zerschossen hätte, das wäre echt ein Riesen-Amoklauf gewesen. So, und würde es in Deutschland leichter sein, an Waffen ranzukommen, wäre das halt wahrscheinlich passiert. Dann hätte er eine ordentliche Granate oder Bombe oder was auch immer gehabt, um diese Tür aufzusprengen. Dann hätte er Waffen gehabt, die nicht blockieren und so. Deswegen, wenn jetzt irgendwie die Amis sagen, hier, mit unseren Second Amendment, meine Waffen, ich will die, bla bla, ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass nicht jeder sofort an Waffen kommt. Ich habe auch noch so ein Statement gelesen, bevor ich hierher gelaufen bin, vom Chef der Polizeigewerkschaft. Ihm wurde ja vorgeworfen, dass sie zu wenig gemacht haben und zu wenig Präsenz gezeigt haben. Und da war seine Antwort so nach dem Motto, neben Terrorismus haben wir nicht noch Zeit, uns um Rechtsextremismus zu kümmern. Wir können sich nicht um alles kümmern. Das ist ja witzig, aber das ist so eine Aussage, die ja völlig inkompetent ist. Ich meine, Terrorismus hat ja viele Gesichter, links, rechts und islamistisch. Und er kann ja nicht sagen, wir kümmern uns nur um die Islamisten. Ich glaube schon, dass er da auf islamistischen Terrorismus hinaus wollte, oder? Und islamistischer Terror ist halt rechter Terror. Deswegen ist das auch so ein bisschen dumm.
Ja, aber man meint jetzt nicht deutsche Rechte, aber... Es gibt schon eine Abspaltung von islamistisch und rechtsextrem. Ja, aber es ist politisch ja rechts trotzdem. Ja, das ist ja eine Bezeichnung für jetzt Rechtsradikale, die jetzt gegen Ausländer sind, gegen Muslime, gegen Juden. Das ist ja deutsche Nationalsozialisten. Ich weiß schon, wie er es meint, aber trotzdem ist halt, es ist halt rechts. Aber die Aussage, wir können uns ja nicht um alles kümmern, das finde ich lächerlich. Die haben sich um alles zu kümmern, so was in diese Richtung geht. Es ist auch GSG 9 sogar ausgerückt, ne? Das ist, soweit ich weiß, innerhalb von Deutschland so die krasseste Sondereinsatz-Ding, die noch geht. Beim Militär darf ja bei sowas nicht eingreifen, innerländlich. Auf jeden Fall Heidewitzka. Ich habe auch eine Freundin in Halle, habe ich dann direkt erstmal angeschrieben und so. Die ist auch nicht aus dem Haus gegangen und so. Sie ist ja am Anfang auch noch Zweitäter. Und, genau, bisher ist ja noch nicht ganz klar, so wie viele es sind, weil es gab nochmal 15 Kilometer entfernt, nochmal irgendwie einen Schusswechsel oder irgendwas. Und ob es jetzt auch der Täter ist, ist ja auch noch nicht so ganz klar, ob sie den richtigen gefangen haben und ob es noch Mittäter gibt. Ja, aber es ist wahrscheinlich, dass er das nur alleine gemacht hat. Also das zeigt ja auch das Video. Nun. Wobei ich sagen muss, dass diese Aussprüche von wegen, dass er ja ein Einzeltäter, das finde ich ein bisschen zu kurz gefasst. Ich meine, was ist in den letzten Jahren passiert? Wir hatten Todeslisten, wir hatten Leichensäcke, die gefunden worden sind bei Rechten. Es gab, wie heißt das, Etzkalk, der gefunden wurde. Es gab einen toten Politiker, den ersten seit Gründung der BRD. Und das zeichnet sich schon lange ab, dieser Trend. Und jetzt so überrascht zu sein von so einem Attentäter, finde ich einfach heuchlerisch. Ja. Und es gab noch gestern Abend noch einen Anschlag auf einen Ausländer, wie heißt das? Eine Zuwandererunterkunft in Zülpich in NRW. Okay. Und es häuft sich immer mehr, diese fremdenfeindlichen Angriffe, weswegen auch der Zentralrat der Juden konkret gesagt hat, dass die AfD halt diesen Hass schürt und sie eine Motivation bilden für solche Taten. Das mag womöglich sein. Okay, da gehe ich noch mit. Ich wollte jetzt schon Jein sagen, weil es gab halt auch ein, zwei Leute, die jetzt mir gesagt haben, oh, hier, ne, Nazi-Deutschland und so. Aber dieser eine Typ ist ja kein Querschnitt durch die deutsche Gesellschaft. So, nur weil das jetzt hier passiert ist, heißt das ja nicht, dass wir plötzlich... Aber er ist ja nur einer von vielen, der in den letzten Jahren solche Sachen verübt hat. Und viele schauen da jetzt hin. Ich hoffe halt, dass die Leute hinschauen und sehen, wenn ich das hier mache, dann ist das genau das, was passiert. Nämlich, ich bin eigentlich so eine arme Wurst. Und es failt übelst, weil man muss es halt sagen, es ist einfach die Fail-Variante von Christchurch. Und der hatte vielleicht einfach in Christchurch, ich hoffe, dass er halt Glück hatte, dass es so gut geklappt hat, sage ich jetzt mal ganz in Anführungsstrichen. Und das ist halt meiner Meinung nach die Realität. Und deswegen finde ich das Video irgendwie so wichtig. Ich finde auch übrigens hart, dass das irgendwie 35 Minuten lang auf Twitch gestreamt wurde, ohne dass es runtergenommen wurde. Wenn ich meinen Fuß bei Twitch reinhalte, ist direkt, ja, es stimmt nicht, dass es direkt weg ist. Aber die Frage ist ja, wie ab wann Schüsse zu sehen und zu hören waren. Also wenn er jetzt einfach nur einen Einbruch streamt, kann man ja nicht sofort sehen, ob er es jetzt ernst meint. Das war schon nach 10 Minuten so, also ja. Egal. Was wollte ich eigentlich sagen? Das ist die Realität. So. Und deswegen, ich würde jetzt nicht sagen, jeder muss dieses Video sehen, das ist Quatsch. Am besten gar nicht das Video sehen, weil man sieht sein Gesicht, man macht ihn bekannt, das finde ich auch wieder nicht geil. Ich fand es okay, sein Gesicht zu zeigen, als er noch auf der Flucht war. Kann ich noch mitgehen, aber theoretisch schweigt den Tod und gut ist. Kümmert euch um die eine Frau, den anderen habe ich gar nicht erwähnt. Das ist die nächste wichtige Lektion, die aus dem Video mitgenommen werden könnte. Er geht ja dann in diesen Dönerladen rein. Und da sind dann zwei Leute, ein alter Mann rennt vor ihm weg, der blockiert wieder die Waffe. Und einer kauert sich halt in die Ecke und sagt, bitte nicht, bitte nicht. Und für mich ist halt eindeutig die Lektion, falls ich jemals in so einer Situation sein sollte, es bringt halt nichts bei dem da um irgendwie Vergebung oder sonst was, um Gnade zu winnen. Es bringt halt einfach nichts. Dann lieber auf die Person zurennen und die versuchen, auf den Boden zu schmeißen, unschädlich irgendwie zu machen. Aber wenn du dich in eine Ecke kauerst und hoffst, dass er dich verschont, das wird nicht funktionieren. Nee. So, haben wir noch in Christchurch gesehen bei diesem Video, wo die dann alle sich in die Ecke gekauert haben. Da waren es halt viele, da finde ich, da war das irgendwie nicht so, da denke ich auch als Täter bist du da vielleicht ein bisschen, hast mehr Distanz, aber hier siehst du halt, es sind zwei Personen, die interagieren, er und das Opfer, und er sagt halt bitte, bitte, und es ist ihm egal, es schürt eher noch, dass er, so, weißt du, ich weiß nicht, ob was bringen würde, wenn man sowas sagt wie, was würde deine Mutter dazu sagen oder sowas, das vielleicht noch eher, aber wenn du sagst, bitte nicht, ich glaube, das bringt einfach gar nichts, deswegen Leute, ja, in dem Moment kannst du nicht klar denken. Geht auf die Leute. Ja, das ist alles richtig. Aber wenn du's vorher weißt, ja, dass diesen Notschalter, okay, sollte ich mal in so eine Situation kommen, irgendwie entweder natürlich wegrennen, aber er konnte halt nicht wegrennen, oder irgendwie in Angriff gehen.
Weil er hätte es halt geschafft, weil die Waffen haben alle blockiert. Er hätte ihn überrumpelt. So ist er halt gestorben. Das ist halt echt bitter. Aber es kann für die Zukunft doch relativ lehrreich sein. Naja, während er ihnen entgegenrennt, können ja die anderen, die vielleicht dahinter irgendwie stehen, ich weiß ja nicht, ob das ein Kunde war, der jetzt erschossen wurde. Nee, das war schon der, der da gearbeitet hat. Ach so, okay. Ja. Ah, okay. Ich dachte, es war auch nur ein Kunde und hätten dann die Besitzer ihn von hinten überwältigen können oder so. Ja, sowas. Es waren halt drei Leute in dem Raum, zwei sind direkt rausgerannt und der war dann halt da so hinter. Am Anfang zwei, stimmt. Zwei haben hinter so einem Automaten gekauert und einer ist dann noch weggerannt, der andere ist halt liegen geblieben, warum auch immer. War halt wahrscheinlich in Schockstarre oder sowas. Leute, kommt ihr jemals in die Situation, rubbt den Bastard einfach um. Oder rennt natürlich weg, wenn das eine Option ist. Aber wenn ihr nicht wegrennen könnt, dann versucht nicht zu hoffen. Das bringt einfach nichts. Man kann jetzt zusammenfassen, dass es ein Riesenglück im Unglück gab, dass er echt nicht in diese Synagoge rein ist, weil da hätte er wirklich einfach rumballern können, hätte da Kinder alle. Und hätte er echte Waffen gehabt, wäre alles genauso passiert mit richtigen Waffen, die funktionieren, wären mindestens fünf Leute tot gewesen, weil er, wie gesagt, auf Leute abgezielt hat und dann hat es nicht funktioniert. Da gibt es auch eine Doku auf Amazon Prime oder Netflix, weiß gar nicht mehr, über die Attentate in Paris, die im November 2000 Bataclan. Bataclan waren, genau. Da gibt es auch so Ausschnitte, so Videos von Überwachungskameras, wo die Islamisten auch, da lag so eine Frau auf dem Boden, wo sie auch nochmal nachschießen wollten, dann auch die Waffe blockiert hat und dann ist er rausgerannt und sie ist nur aufgrund dessen halt hat sie überlebt. Okay. Und die hat dann auch als Zeuge in der Doku gesprochen, dass es ihr Glück war. Und das finde ich halt abgefahren, wenn du diesen Moment hast, du hast einen Waffenlauf vor deinem Gesicht und du hast nur Glück, dass die gerade blockiert, die Waffe, sonst wärst du jetzt tot gewesen. Mit dem zu leben, man sagt ja immer, ach, es gab zum Glück nur so und so viele Tote, aber auch die überlebt haben, ja, die haben auch mit psychischen Problemen zu kämpfen. Ja. Es gibt diesen YouTube-Kanal, Leroy heißt der YouTuber, so ein... Jenkins? Nee, so ein deutschsprachiger, das ist so ein Dunkelhäutiger im Rollstuhl, der halt so Leute interviewt, die besondere Sachen erlebt haben. Da gab es eine, die war nicht mal selbst bei einem Anschlag dabei, aber die waren damals auf Klassenfahrt in Frankreich dieser LKW da durchgefahren ist, durch die Menschenmenge. Nizza, genau, da waren die. Und ihre beste Freundin wurde halt umgefahren. Sie selbst war woanders in der Stadt und ihre beste Freundin war auf diesem Fest, wo der LKW kam. Und sie hat eigentlich davon nichts gesehen, von diesem Anschlag, aber trotzdem bis heute ein riesiges Trauma davon und kann nicht richtig schlafen, hat Depressionen bekommen, nur weil sie halt eine Freundin hatte, die halt, ohne die sie wieder nach Hause fahren musste. Und die Lehrerin, die gestorben war. Das ist eine riesige Belastung für alle Beteiligten, auch wenn sie halt nicht sterben. Das darf man nicht vergessen bei all dem Trubel. Yes. Ich weiß nicht, ich kann nur die Daumen drücken, dass die Leute, die den Lauf im Gesicht hatten und nichts passiert ist, dass sie. Es kann ja auch, mit ein bisschen Glück kommst du halt raus und sagst, Alter, ich hatte einen richtigen Schutzengel und weißt du, genießt das Leben irgendwie doppelt so sehr oder irgend sowas. Das wäre halt der Idealausgang für diese Leute. Das schaffen nicht alle. Eine Sache will ich am Rande nur erwähnen, weil da möchte ich wirklich nicht drüber reden. So, er hat halt vermutlich auch ein Manifest verfasst, wie auch der Christchurch-Typ. Aber schon anhand des Videos sieht man halt, der ist jetzt nicht besonders intelligent. Das soll ihn auch gar nicht dissen oder so. Er ist nicht besonders clever, er ist nicht besonders selbstsicher, er ist eigentlich gar nicht so. Mhm. Und so eine Person hat einem wahrscheinlich eh nichts zu sagen, außer irgendeine wiedergekäute Scheiße, die er im Internet oder von irgendwelchen Leuten aufgefasst hat und dann in seine eigenen verkackten Wörter gepresst hat. Also muss man sich die Scheiße auch nicht durchlesen. Denkt an die Frau, die auf der Straße da liegt und der Mann im Dönerladen und dann ist der Welt vielleicht ein bisschen besser geholfen. Dir ist auf jeden Fall noch eine Steilvorlage gegeben worden von Alice Weidel. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Denn einen Tag vor Halle ist noch was anderes passiert. Irgendwas mit einer 16-Jährigen oder so. Wie gesagt, ich hatte echt nicht viel Zeit diese Woche. Und da war es wieder ein Ausländer oder ein Migrationshintergründlicher. Und da meinte Alice Weidel, wie viele solche Zeitbomben wollt ihr eigentlich noch in Deutschland haben? Also auf diesen Menschen bezogen. Und einen Tag später, als dann ein vermeintlich Urdeutscher ein Attentat begeht, heißt es dann, mein Herz und meine Seele sind bei den Verstorbenen und der Familie. Und dieser Kontrast, so einen Tag dazwischen, ist sehr interessant. Sehr interessant. Es gab, glaube ich, von AfD an sich keine Propagandabilder über diesen Attentat. Es gab nicht sowas wie Stopp, diese Extremisten, das gab es gar nicht. Aber so vereinzelt von Höcke und von Weidel gab es halt Beileidsbekundungen, aber auch die wirken schon sehr, sehr heuchlerisch. Ja, aber da gibt's halt Beileid und wenn es ein Ausländer war, geht's so ein Arsch. Ja, genau. Schiebt die mal alle ab. Ja. So. Naja.
großartig. Es ist schade, dass man das immer wieder erwähnen muss, dass die AfD halt so eine Doppelmoral entwickelt hat und das irgendwie keiner zu merken scheint. Und dass ja dann doch da Rassismus drin mitspielt. Wenn es wirklich um die Tat gehen würde, ja, und um die Toten, wenn es um die gehen würde, dann würde man ganz anders reagieren. Also du merkst ja auch bei linksgerichteten Politikern und Prominenten, dass sie sich, egal wer der Täter war, egal wer gestorben ist, gibt es ähnliche Beileidsbekundungen. Ja. Und bei solchen rechten Kräften ist es immer sehr, sehr ausgewählt, sehr selektiert. Und hätte ich dir auch beinahe geschickt, wenn ich noch Zeit gehabt hätte. Es gab so ein Statement von einem Antifaschisten, der sich auseinandersetzt mit dieser Thematik, links und rechts sind beide gleich schlimm, wo er gesagt hat, wenn du von Linksextremisten bedroht wirst, hast du eine Wahl. Wenn du umdenkst, wenn du glaubhaft machen kannst, du denkst nicht mehr rechtsradikal und du willst dich ändern, dann wirst du zwar nicht der beste Freund dieser linken Leute werden, aber sie lassen dich wenigstens in Ruhe, weil sie ihr Werk getan haben. Sie prügeln nicht auf dich ein, wenn du früher Nazi warst und jetzt keiner mehr bist, dann bist du ja für die erledigt. Aha. Hast du ja gesehen? Also ich würde das jetzt erstmal als These annehmen und nein, nicht aber, als belegtes, ja. Genau, ein bisschen weiter. Siehst du ja bei diesem Neonazi, der jetzt ganz viel im Fernsehen ist, der auch YouTube-Videos macht, den wir auch schon mal zum Thema hatten. Ist das der Doku gewesen da? Oder in diesem Interview mit dem Behindert war das nicht irgendwie? Der Rollstuhl, auch, genau, ne? Genau. Der auch und ja. Der wird ja jetzt auch von Linken tendenziell eher gefeiert dafür, dass er ausgetreten ist und jetzt umgedacht hat. Und das ist die Aussage von diesem Typ, den ich meine. Ja gut, aber... Dass du in Ruhe gelassen wirst. Jetzt die Gegenseite. Mhm. Gegen Rechtsextremisten hast du keine Chance. Bist du behindert? Bist du homosexuell? Bist du Ausländer? Muslimisch? Wie auch immer. Dann kannst du machen, was du willst. Die werden dir die Kniescheiben raustreten. Ja, also mir ist halt direkt ein Gegenbeispiel eingefallen. Ja. Von einem Migrationshintergründigen, der... Ich weiß nicht, wie er heißt, ist auch völlig egal, aber der halt auch auf in Dresden so Pegida-Interviews gegeben hat, der halt auch gesagt hat, der Islam ist ganz schlimm und so. Also, wie gesagt, ich bin ja auch nicht der beste Freund des Islam, so. Mhm. Aber der halt sehr offensiv das gesagt hat, was auch, ich sag mal, besorgte Bürger bis Nazis sagen. Und er wird halt schon gefeiert von solchen Leuten. Also, da sagen auch, hier, guck mal, ein Ausländer, der selber erkennt, so dieser Tonus ist dann. Ja, weil er der Sache nützt, aber ich glaube... Also es gab es ja auch im Dritten Reich. Ja, solange die Leute zuträglich waren vor der Machtergreifung, haben sie das ausgenutzt. Wie? Ja, ein Aussteiger-Nazi nützt der linken Sache. Nee, aber so ein Dunkelhäutiger, der jetzt gerade auch den Islam hetzt, den können die Rechten vorzeigen. Wir können keine Rassisten sein, weil wir auch einen Rechten in unseren Reihen haben. Und ich mache gerade den Überschlag zur NSDAP mit Röhm. War das Röhm, der homosexuell war? Den Hitler so lange geduldet hat, bis sie an der Macht waren und bis rauskam, dass er homosexuell ist, dann hat auch Hitler auch ihn hinrichten lassen. Okay. Obwohl er auch Nationalsozialist war und überzeugter Hitler-Fan. Aber irgendwann kam raus, Röhm ist homosexuell und Hitler muss jetzt konsequent sein. Deswegen haben sie ihn auch hingerichtet. Hm. Und sie haben ihn aber so lange ausgenutzt, bis sie die Macht hatten und bis sie ihre Ziele durchsetzen konnten. Und ich glaube, es ist jetzt sehr weit gesponnen. Aber... Hätten wir jetzt einen Umsturz von Rechtsradikalen, die wirklich das Grundgesetz abschaffen wollen und die Demokratie abschaffen wollen, dann würden sie auch diesen schwarzen Moslem-Kritiker aufhängen, weil der halt nicht zur weißen Rasse gehört, wenn man es ja, konsequent okay. zu Ende denkt. Ja, okay. Ich bin ja auch nur stets bemüht, so ein bisschen beide Seiten versucht zu beleuchten. Ja, bitte, gib's mir. Nein, und ich muss ja auch sagen, ich finde das halt auch nicht geil, wenn in Hamburg Oma Gerdas Auto angezündet wird, ne? Ja. Finde ich jetzt vielleicht einen Ticken besser, als Oma Gerda mit einem Baseballschläger einzuprügeln, weil sie was mit einem Ausländer hat. Ja. Aber finde ich auch nicht geil. Darum geht es. So. Es ist beides schlimm, Sachen anzünden und Leute verprügeln, aber es gibt halt einen Unterschied dazwischen. An signifikanten sogar. Hm. Das ist, was ich immer auch sage. Man kann von mir aus sagen, dass Linksextremisten auch Terroristen sind, ist ja alles richtig, aber sie beschädigen halt vor allem Gegenstände. Und es ist ein Unterschied dazu, wenn Leute... Für Nazis sind Ausländer Gegenstände, Tino. Tja. Ja, subjektiv. Ich meine ja objektiv, aus einer objektiven Sichtweise. Das halt dazu und es gibt halt doch einen signifikanten Unterschied zu links und rechts. Das dazu. Ich habe ja auch mal meine Quellen geprüft. Ich glaube, das war am Hörerwunsch, da habe ich erzählt, dass man so ein Media-Bias-Ding, ne, so eine Website, die alle möglichen Nachrichtenmagazine und Portale auf voreingenommene Meinung prüft quasi. Mhm. Und Reuters ist quasi das, was ich öfter mir anschaue, wo ich öfter News lese.
das wirklich am neutralsten ist von allem. Und alle anderen waren auch schon so leicht in die linke Seite ausgeschwenkt. Ja, also Breitbart zum Beispiel, was sehr rechts ist, das gucke ich mir jetzt gerade mal nicht an. Mhm. Das ist dann eher so Trumps Newsquelle, die er dann auch gerne mal retweetet, wo wir ganz elegant den Übergang geschafft haben. Denn ich finde auch, warum diese Woche so wild ist, gefühlt spitzt sich alles super krass zu gerade. Ob das ja, Trump ja. ist, Impeachment, also Amtsenthebungsverfahren oder auch Hongkong, wo wir auch gleich nochmal zukommen. Alles Mögliche, denn Hongkong ist jetzt endlich in der Mitte der Gesellschaft angekommen, liebe Leute. Denn es geht an unsere Videospiele. Und spätestens da schlackert auch beim westlichen Nutzer die Vorhaut. Auch bei dir. Aber kommen wir erstmal zu Trump oder was geht ab? Zu Donald, ja, ja. Also es war ja auch am selben Tag wie Halle, dass Trump seine Truppen abgezogen hat aus der Türkei oder wie auch immer. Sehr gut, dass du das ansprichst. Das ist genau. Nämlich was, wo ich absolut keine Zeit hatte, mich mit zu beschäftigen. Was ich aber mitbekommen habe, dass infolgedessen ja auch die Türkei jetzt in Syrien einmarschiert. Und die Kurden da fertig macht. Genau. Und ich verstehe nicht 100%, also erstmal nicht geil, ja. Mhm. Aber ich verstehe nicht 100%, wie da die ganzen Dinge die ganzen, weißt du, wie das alles miteinander zusammenspielt. Ich weiß auch nicht, weil wir sind ja auch, soweit ich weiß, ein bisschen in Syrien. Aber natürlich nicht, um irgendwelche Kurden zu erschießen. Nee. Das ist wahrscheinlich der Unterschied. Wir haben andere Einsätze, ja. Und wie gesagt, ich hatte halt echt wenig Zeit. Deswegen, ich hoffe, du bist da jetzt super versiert. Nein, man kann sagen, es gibt sehr viele sinnlose Außeneinsätze von Armeen. Ja, erklär mir mal kurz, warum ist das schlecht, Kurden zu erschießen, Tino? Das verstehe ich nicht. Das wollte ich gerade sagen. Es gibt sinnvolle und weniger sinnvolle Außeneinsätze. Mhm. Und gerade von den Amis. Und dieser Einsatz in Syrien, um die Kurden zu verteidigen, das ist einer der wenigen sinnvollen, die es bisher gab. Und es ist so bezeichnend, dass Trump gerade diese Leute abrückt. Ja. Weil zwischen Türken und Kurden ist ja schon lange irgendwie brodelt. Aber Trump hat auch gesagt, warum er das gemacht hat. Und das erklärt alles. Die haben uns damals auch nicht geholfen im Weltkrieg. Die haben uns im Zweiten Weltkrieg nicht unterstützt, hat Trump gesagt. So ein Baby. So. Echt. Da hast du es doch. Also was willst du da jetzt bitte noch irgendwie hier zurecht erklären? Was ist denn das für ein Argument? Gar keins. Ich glaube auch nicht. Was sagt denn das? Was hat denn das für eine internationale Bedeutung? Also Aussagekraft, dass irgendwie Bündnisse oder so. Also wenn jetzt Russland Deutschland invadet, sagen dann die Amerikaner auch, yo. Ihr habt ja damals noch einen Weltkrieg angefangen, was soll denn das? Also es ist wirklich ganz, ganz großer Quatsch. Da müssen sie konsequent sein und auch müssen auch die Amerikaner wieder Amerika verlassen, weil die auch damals den Indianern ihr Land weggenommen haben, illegalerweise. Ja. Da sind sie wieder inkonsequent. Also eine riesen Shitshow, was da alles abgeht. Infolge dessen war auch auf Twitter heute Morgen ganz, ganz groß, ihr müsst aber wissen, wir nehmen am Donnerstag auf, also es kann sein, dass sich noch wirklich heftige Sachen hier entwickeln in den nächsten zwei, drei Tagen, aber leider müssen wir Donnerstag aufnehmen, weil 48-Stunden-Stream und so weiter, ist egal. Das Hashtag Turkey just killed terrorists ist ganz groß gewesen. Es hat für mich irgendwie sehr nach Propaganda geschmeckt, aber das ist halt so ein Punkt, wo ich nicht ganz reinfühlen konnte, ob ich da jetzt mit diesem Gefühl richtig liege. Das waren wirklich irgendwie 130.000 Tweets unter diesem Hashtag, Top-Hashtag. Und es waren alles pro, oh, die türkische Armee ist gerade so geil. Die türkische Armee, das ist die Armee mit der meisten Gnade von allen. Nur solche Tweets habe ich da gelesen unter diesem Hashtag. Propaganda gewesen oder was ist das? Man ist überrascht, wie viele Türken tatsächlich Fans sind von Erdogan. Ich kenne auch hier in Weimar so ein paar Imbissbudenbesitzer, so Dönerbesitzer, die auch tatsächlich sagen, dass Erdogan nicht schlecht ist für die Türkei. Warum sie jetzt selber... Ja, aber der redet doch immer so komisch. Ja, ja, ich weiß. Warum sie jetzt selber hier in Deutschland leben und die Freiheit hier genießen und dann Erdogan feiern, dass er die Freiheit in der Türkei einschränkt, ist mir nicht ganz klar, warum das dann so ist. Aber jedenfalls ist man überrascht von dem Rückhalt, den Erdogan hat tatsächlich. Mhm. Klar können das auch Bots sein und viel Fake. Es ist auch nicht meine Kernkompetenz und ich weiß auch nicht, was genau jetzt Kurden und Türken geärgert hat. Aber das ist so, man kennt es zumindest. So ein ewig langes... Ist das nicht auch so ein Schiiten-Sunniten-Ding oder so? Ja, so eine ewig lange Fehde, die da herrscht. Aber der Punkt ist, dass ich halt nichts Negatives darunter gelesen habe. Und das hat für mich so richtig, richtig seltsam geschmeckt. Turkey just killed terrorists. Heißt wahrscheinlich, dass die Türken da gerade einmarschieren und das alles Terroristen sind? Ja, die beschimpfen sich gegenseitig als Terroristen und die werfen sich gegenseitig irgendwie vor, dem IS anzugehören. Das ist alles ein bisschen. Kurden wiederum haben ja aktiv gegen ISIS gekämpft, den Islamischen Staat, ne? Dachte ich auch bisher, aber Erdogan dreht sich ein bisschen um. Ja, also ich komme da gar nicht mehr mit. Bei diesem, wenn diese großen Leute da irgendwie Schach spielen auf der Welt, ich komme da nicht ganz hinterher. Das ist so ein bisschen... Die auch selbst nicht, glaube ich. Ich brauche da mal so ein
4chan-Nutzer, der das für mich richtig einordnet. Mhm. Also ich glaube, wenn es die Juden nicht gäbe, ne, da würden jetzt die Kurden schön Ringel-Ringel-Reihe tanzen, oder? War das so, oder? Das ist eine Judenschuld, meinst du? Ja, das, ich glaube, so war das. Ich brauche da wirklich mal jemanden, der mit seinem Internetwissen mir das zusammenstellt. Schreibt uns doch einen Kommentar unter dieses schöne Video oder einen Leserbrief. Wir brauchen gar nicht irgendwie. Wir fragen einfach Trump. Der hat ja auf alles eine Antwort. Ah ja, er ist ja in seiner unendlichen Weisheit. Ne, hat er auch gesagt, getweetet. Der weiß so viel und alles. Wobei ich da schon eher glaube, dass er es wirklich mit Absicht gesagt hat. So von wegen, also so ein bisschen Haha-Augenzwinkern mit Wisdom hat er auf jeden Fall gesagt. Ja, denn intern... Unmeasurable, genau. Unvergleichlichen Weisheit, hat er gesagt. Denn intern sieht es wohl anders aus, dass er seinem White House-Staff das Gegenteil vorwirft und sagt, you make me look like an idiot. Ach, soll er die anderen haben. Machen die das. Die anderen waren das. Ja, ja. Der ist ein bisschen ambivalent. Er hält sich für unendlich weise, aber wirft seinen Mitarbeitern vor, dass sie ihn wie einen Idioten dastehen lassen. Ich verstehe das. Deswegen ist das Weiße Haus so eine Shitshow. Eine Kette ist ja nur so stark wie sein schwächstes Glied. Und wenn da irgendwie Sekretärin Pups-Schnitzel, ja, wenn die auf einmal verkackt, dann steht der Trump natürlich ein bisschen dumm da. Mir kam sofort das Bild von Hitler irgendwie natürlich wieder in den Sinn, wie er zu seiner NSDAP-Führung sagt, you make me look like a Nazi. Ja. Ungefähr das. Also für mich ist die relevante Frage, warum ist der erste Name, der mir für eine Sekretärin einfällt, Pups-Schnitzel? Ich bin gerade echt nicht auf normalen Namen gekommen. Wie also ich heißt bin eine wirklich Sekretärin durch. Sonst? Jennifer. Ich habe bei so einer Besetzung mitgewirkt für eine Serie. Mhm. Und da sollte ich mir auch einen Namen ausdenken für eine Sekretärin. Wie habe ich denn die genannt? Ich glaube Claudia. Mhm. Claudia Schäfer oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Irgendwie. Claudia Schäfer, Hund. Genau. Hm. Oh, I see. Daher kam meine Intention. Ja. Zuerst fiel mir Claudia ein, dachte ich, ich brauche noch einen Nachnamen. Claudia Schäfer. Ja. Habe ich schon erwähnt, dass das Weiße Haus sich auch jetzt irgendwie geschlossen dagegen ausgesprochen hat, dieses Impeachment anzuerkennen, was halt in sich schon ein Grund für ein weiteres Impeachment wäre. Hm. Wenn halt die Trump-Administration sagt, nein, dieses Verfahren gegen uns, also da liegt jetzt so ein Haftbefehl vor. Der Robin Nostrabimo, der soll jetzt, hat einen Haftbefehl. Und dann kommt die Polizei und ich sag, nö. Wie jetzt? Was? Nein. Akzeptiere ich nicht. Das, nö. So. Und das ist Trump. Das wirkt, als hätte er nichts zu verbergen, oder? Er stellt sich über das Gesetz. Das sagen ja auch sehr viele. Da gibt es auch eine schöne Rede von einer Demokratin, die einfach mal darüber aufklärt, was es für einen Unterschied gibt zwischen Premierministern und Präsidenten und dem Parlament im jeweiligen. Dass die Parlamentarier viel mehr eingeschränkt sind in ihren Handlungen und ihren Tätigkeiten als ein Präsident, der darf viel mehr, der darf Quatsch erzählen und so Parlamentarier, die würden ja sofort sanktioniert werden bei irgendwelchen Fehlern oder bei Sachen, die sie nicht einhalten, wie es Trump halt oder auch Boris Johnson es ständig tun. Das haben ja auch viele gesagt und ich habe dir auch einen Kommentar dazu geschickt, dass dieser Punkt ist so ein Make-it-or-break-it-Punkt, also so ein Gipfelpunkt. Entweder es kippt oder es fällt zurück. Mhm. Wenn Trump quasi damit durchkommt, beziehungsweise das Weiße Haus aktuell, da seine Administration, was auch immer, bla bla, dann dieses einfach geltendes Recht komplett zu ignorieren, wenn die damit durchkommen, dann ist es quasi hinüber sozusagen. Mhm. Und jetzt müssen die Leute so viel Druck machen. Ich bin halt auch, oh Mann, ich habe nicht viel Zeit gehabt. Aber jetzt müssen die Gegenseiten, die Demokraten, müssen so viel Druck aufbauen, dass dieses scheiß Impeachment durchgeht. Mhm. Damit quasi einfach geltendes Recht verteidigt wird und nicht die Auswirkung ist, okay, wir ignorieren das jetzt. Mhm. Und dann ist das Impeachment halt vom Tisch. Mhm. Whatever. Es bleibt sehr, sehr spannend. Deswegen sage ich, es spitzt sich alles sehr, sehr zu. So auch in Hongkong. Ja, what happened? Ich kann erstmal zusammenfassen, was da alles schon wieder für neue Erkenntnisse sind. Aber nee, Tino, kurze Exkursion, pass mal auf. Würdest du sagen, wenn ich jetzt sage, hey, es sind Satellitenbilder aufgetaucht, die zeigen, dass in Deutschland die Gräber und die Friedhöfe von Juden plattgewalzt werden und durch Parkplätze ersetzt werden? Ja. Würdest du sagen, dass das irgendwie nicht in Ordnung klingt? Ja, ich muss sagen, da bin ich eher neutral, so als Deutscher. Ja? Ist das echt eine Sache? Das ist keine Sache in Deutschland. Ich habe ja über die Uiguren berichtet. Dann ist es mir egal. Dann ist es uns egal. In China werden die Gräber und Friedhöfe von den Uiguren plattgewalzt. Im letzten Jahr ist das passiert durch leere Flächen und Parkplätze ersetzt.
Die so. Brauchen sie auch ganz dringend. Ja, die das Volk wird ja eh gerade systematisch ausgerottet. Wozu brauchen die dann noch irgendwie Vergangenheit oder Kultur oder Friedhöfe? Ja. So. Also wenn du systematisch ein Volk ausrotten willst, ist schon mal ein guter Punkt, damit anzufangen, irgendwie die Vergangenheit von denen auszurotten. Auch das Gedenken, genau. Die gab es gar nicht. Ja, wird einfach totgeschwiegen so. In Deutschland so, hey, Juden? Ja, stell dir das mal vor, wenn das in Deutschland passieren würde. Was dann in der Welt los wäre, wenn in Deutschland Judengräber und Judenfriedhöfe einfach plattgewalzt werden. Tatsächlich. So, aber hier kümmert es keinen. Also gefühlt natürlich, es war eine der größten Nachrichten überhaupt diese Woche. Zumindest in den Kreisen, in denen ich verkehre. Kam bei mir wieder gar nicht an. Kam bei dir gar nicht an, siehst du? Wobei ich bei so einer Ausstellung war hier in Weimar im Laden, da heißt der Laden, die hatten so eine kleine Ausstellung über China gehabt und Hongkong. Und? War das gut oder schlecht? Ja, war relativ. Also war das pro China oder war das wie war das? Nee, es war schon für die Protestler. Also haben so Demoschilder ausgestellt und so und haben halt alles zusammengefasst und man kann so Botschaften senden an die Demonstranten. Das fand ich ganz nett. Ja. Aber ich muss auch sagen, also so ein bisschen fühlt sich's gut an und vielleicht auch für unsere werten Zuschauer, ich spreche euch jetzt mal direkt an, liebe Zuschauer, seit Monaten berichten wir hier über alles, ja. Seit Monaten sind wir die Speerspitze der Information, was gerade zum Beispiel in Hongkong abgeht. Wir sind der Hongkong-Podcast. Und jetzt kommt es so langsam wirklich in der Gesellschaft an, denn Blizzard hat sich da involviert. Blizzard, kennst du? Oh, der Blizzard? Ja, von Pokémon, diese Attacke ich da. Ich habe alle seine DVDs zu Hause. Nein, Blizzard ist ein Videospiele-Publisher. Kennst du? World of Warcraft? Das kenne ich, von South Park. Blizzard steht darüber. So. So auch toll. Über Hearthstone. Eine Variante. Halberstein. Ja, also ein bisschen von Magic abgeschaut, ein bisschen schlechter als Magic, ein bisschen wenig, nicht ganz so deep wie Magic. Ein Kartenspiel, wie immer. Ja, ist wirklich so, aber digital halt so. Und da gab es ein großes Turnier und während dieses Turniers hat eine Person gewonnen oder zumindest Preisgeld bekommen, hat sich dann positiv den Hongkong-Protesten gegenüber ausgesprochen. Und dem wurde dann das Preisgeld entzogen und der wurde gebannt, darf jetzt nicht mehr spielen, soweit ich weiß. Oder wurde zumindest, wie gesagt, Leute, habt ein bisschen Nachsicht diese Woche. Es kann auch sein, dass es so war, dass sein Sieg ihm quasi einfach abgesprochen wurde. Mhm. Auf jeden Fall wurde ihm das Preisgeld entzogen, weil er sich pro Hongkong und somit anti-China ausgedrückt hat. Und Meinungsfreiheit. Meinungsfreiheit. Und weißt du, durch was es am meisten in den Medien war, dieses ganze China-Hongkong-Thema diese Woche? Durch South Park. In der 24. Staffel ist South Park relevanter als jemals zuvor. Ja, die wurden verboten in China. Es gab eine Folge, die heißt schon Banned in China. Also Banned wie eine musikalische Band. Tolles Wortspiel. Und da geht es auch genau darum, dass die ganzen großen Firmen sich dem chinesischen Markt nur anbiedern und quasi diese unmenschlichen Gesetze und Richtlinien auf sich nehmen, nur um diesen Markt von potenziell 1,5 Milliarden Menschen auch abgrasen zu können. Deswegen kommen ja auch immer mehr chinesische Schauspieler in große Blockbuster rein, damit dann die da besser vermarktet werden kann in China und so weiter. Und ja, South Park wurde gebannt. Darauf gab es von Matt Stone und Trey Parker so eine Entschuldigung. Oh, sorry, es tut uns sehr leid, dass wir irgendwie Integrität besser finden als Nee, andersrum war es. Genau, sie haben gesagt, ja, wir finden auch dass Xi Jinping sieht voll gar nicht aus wie Winnie Pooh und wir finden Geld auch viel besser als Integrität. So, fand ich richtig geil. Schöne also Aussage. Da muss es erst sowas geben, South Park, ja, dass die irgendwie da noch stehen, während andere kippen, wie zum Beispiel auch Apple. Apple hat jetzt wiederum die taiwanesische Flagge rausgenommen in ihrem Betriebssystem innerhalb von China. Weil China sagt ja, Taiwan ist Ist kein Land, ist ein Teil von uns. Da habe ich einen witzigen Witz dazu gelesen. Also gut, witzig ist ja, wir sind natürlich die Speerspitze des Witzes. Aber heute habe ich das auch mal bewusst ein bisschen zurückgefahren, weil es ist wirklich die Woche der Tragödien überall. Und ich bin einfach zu gestresst, um hier noch witzig zu sein, Leute. Schaut mein neues Video auf Nosteraf TV, da habt ihr genug zu lachen. Auf jeden Fall hat er gesagt, ey, ich habe gehört, also eine Person geht zu einem Chinesen und sagt, ey, ich habe gehört, ihr habt jetzt die Homo-Ehe legalisiert. Und der Chinese sagt, hä, wie, was jetzt? Na, in Taiwan habt ihr doch die Homo-Ehe legalisiert. Und dann sagt der Chinese, aber Taiwan ist kein Teil von Zack, selbst überführt, ne? Taiwan ist nämlich vielleicht doch ein kleines bisschen ein eigenständiges Land. Aber Apple sieht das nicht ein, zumindest innerhalb vom chinesischen Markt. So, und infolgedessen habe ich auch auf Twitter, wer das nachverfolgen möchte, eine große Liste gepostet von Firmen, die auch kleine Arschlecker sind und alles tun, um dem chinesischen Markt zu gefallen.
Und möchte an dieser Stelle vielleicht auch nochmal positiv erwähnen, Red Bull hat gesagt, wir machen da nicht mit und hat eine Werbung gemacht, die pro Hongkong ist. So, gibt's so eine chinesische Flagge, die dann mit Freiheit und so mit Red Bull-Flügeln so lang fliegt. Wahrscheinlich haben sie, ich habe das gelesen, so aufgrund von irgendwie Patenten, die eh ausgelaufen sind, haben die gar nicht mehr so potenziell viel abzusetzen in China. Also wäre es jetzt nicht so schlimm, wenn Red Bull jetzt verboten würde. Aber trotzdem muss man es ja positiv hervorheben, wenn auch mal eine Firma sich dafür was Gutes ausspricht und nicht irgendwie Red Bull bleiben nachgibt. Trotzdem Arschlöcher, aber ja, schöne Geste. Ich finde es trotzdem wichtig, dass man das irgendwie mal erwähnt, ja, und nicht doch. Nur die Negativbeispiele. So. Es war's dran. So. Dann, im Zuge dessen, Overwatch gibt's auch, ist auch von Blizzard, kenne ich auch nicht so gut, aber da gibt's eine Figur, die Mei, das ist eine Asiatin, also eine Chinesin, und die wird jetzt quasi wider Willen zur Galionsfigur gegen China auserkoren, also so als Protestbewegung, werden jetzt ganz viele Memes und so gepostet mit die Mei, die ist jetzt hier unsere große Befreierin und so. Weil die ist ja in dem Spiel drin, was ganz, ganz viele Leute spielen in China. Und entweder müssen sie dir die Figur dann rausnehmen oder das ganze Spiel wird blockiert oder was auch immer. Also alles sehr, sehr spannend. Währenddessen passiert auch in Hongkong weiter ganz viel Scheiße. Irgendwie die Riot Police ist in ein Krankenhaus reingestürmt, hat Leute noch in Krankenhausrobe da rausgezerrt und so. Kleine Mädchen wurden verhaftet, eine schwangere 19-Jährige. Eine 14- und ihr Kind. Und ihr Kind auch noch, ja. Auch Handschellen angebracht. Das Kind hat im Uterus so ein Winnie-Pooh-Bild gemalt. Ja, ja. Direkt in die Gebärmutter latschen. Eine 14-Jährige wurde angeschossen bei einem Polizisten, der gerade nicht im Einsatz war. Und dann. Dann zählt's ja nicht. Dann wurde irgendwie. Also mit der NBA war auch noch was. Ich komme gar nicht hinterher. Es gab dann auch noch so einen Aufschrei, weil die NBA hat auch irgendjemanden, der pro Hongkong war, irgendwie sich davon distanziert und so. Und dann haben irgendwelche Leute gesagt: Ey, das ist in Hongkong, das ist wie 9-11 und wir sind irgendwie, das ist ganz, ganz komisch. Also diese Woche ist so viel Shit passiert. Wir könnten echt so einen Brennpunkt Hongkong machen eigentlich, ne? Es ist der absolute Wahnsinn. Heftig. Ja, aber ich bin guter Dinge, dass da jetzt in irgendeiner Form vielleicht mal was passiert. Wie gesagt, wir berichten seit Monaten drüber, Leute. Ihr als Zuhörer, ihr seid seit Monaten bestens informiert. Und jetzt, durch South Park, kommt das Thema auch mal in der Mitte der Gesellschaft an. Ist das nicht schön? Seit ich Teil von Brennpunkt bin, bin ich viel informierter. Ja. Das ist echt so. Es ist fantastisch. Informierter und involvierter. Und uniformierter. Ja. Lass uns doch mal ein paar Chinesen zusammenprügeln. Was eine Woche, Tino. Ja, es ist noch mehr passiert eigentlich. Ja, wir könnten unendlich wir haben noch ein paar Minuten. Du kannst gerne noch ein bisschen was sagen. Dann noch so ein bisschen Downlifting. Also es gibt, ja, es gibt ist Downlifting das Gegenteil von Uplifting? Würde man nicht Downpushing sagen vielleicht oder so? Nee, Downlifting. Das hab ich jetzt erfunden. Down-Syndroming. Gutes Stichwort, Greta Thunberg. Gott, Alter. Denn sie, ja, wir dürfen wieder Witze machen. Jetzt haben wir die ganzen negativen Themen ab. Jetzt kommen wir wieder Greta bashen. Machen wir natürlich nicht. Greta ist cool. Das ist echt in Ordnung. Also ja. Ich kenne sie jetzt nicht persönlich, aber was ich von ihr kenne. Jedenfalls wurde eine Puppe von ihr in Rom erhängt. Was? Man hat eine Puppe gemacht, die zwei Zöpfe hat und so Gummistiefel und eine Mütze auf. Und die haben sie an so einer Brücke erhängt. Sind die alle dumm oder was? Ja. Oh, die Gott, Römer. Ey. Die spinnen doch die Römer, ja. Da hatte Obelix recht. Das war. Hä? Aber gut, also es ist halt wieder, das heißt ja jetzt auch nicht, dass in Rom irgendwie alle Menschen dumm sind. Wobei, da war halt ein Trottel dabei. Down, eigentlich doch eher Uplifting, weil die Puppe wurde ja hochgeliftet. Mhm. Doch eine Uplifting-News. Oh Gott, ich korrigiere. Alter. Endlich ist der Brennpunkt zurück, oder? Wieder geschmacksfreie Witze machen. Weißt du, ja, aber was ist das für eine Scheiße? Was soll denn das auch bedeuten? Was ist, meine Fresse, ey, ihr Opfer. Mann. Es ist doch wirklich so das Mindeste, was man machen kann, wenn man keinen Bock auf Umweltschutz hat. Kann man doch zumindest die Leute in Ruhe lassen, die da mal was machen. Nein, der ganze Hass entlädt sich auf sie, weil man ja merkt, dass man irgendwie sich ertappt fühlt, dass man ja wirklich tatsächlich irgendwie zu wenig macht für Umwelt. Ja. Und wenn Greta recht hätte, dann wäre ich ja irgendwie nicht ein so sozialer Mensch. Das kann es ja nicht sein. Der Fehler kann ja nicht bei mir liegen. Stellen wir uns mal vor, sie hat recht, ja. Wir haben irgendwann saubere Luft und sauberes Wasser und den Märkten, also den Menschen geht's gut und den Märkten bitte auch, ja, die FDP möchte bitte auch was vom Kuchen ab. Und dann gibt's doch keinen Klimawandel, ja, dann ärgere ich mich aber zu Tode. Auf jeden Fall. Dann noch, Fridays for Future ist für Pussys, ja. Es gibt eine neue Bewegung. Pussy Riot oder was? Nein. Ja, Destroy My Pussy, Not My Planet, das fand ich immer gut. Noch cooler. Ach so. Extinction Rebellion heißen die, das ist eine radikale Ableger. Okay. Beziehungsweise eine eigenständige
Organisationen, in Anführungsstrichen, die gehen sehr radikal gegen Umweltsünden vor. Und die haben jetzt in verschiedenen Städten, in Europa zumindest, habe ich mitbekommen, ja, den Verkehr lahmgelegt, um einfach aufmerksam zu machen auf Umweltziele und so weiter. Du hast mich gerade auf eine geniale Idee gebracht. Erzähl. Also ich glaube, ganz viele frustrierte Politiker sind sexuell absolut frustriert und ne, einfach untervögelt, würde man im Volksmund sagen. Mhm. Wenn jetzt sich jetzt ein großer Prostituiertenring zusammenschließen würde, ja, Sex für die Umwelt oder so, oder ne, wir gehen los und bumsen alle Politiker mal. Ich glaube, die würden viel Support bekommen, so auch in Geld. Dann machen sie es letztendlich nicht mehr als wohltätiges Projekt, sondern einfach eine mal so. Eine Nuttenpartei. Ja. Nuttenpartei Deutschland, die NPD. Würde ich wählen. Wählt jetzt die NPD. Ja, ohne Spaß. Blowjobs für es. Alle Machthaber. Da gab es doch auch so eine Prostituierte du oder so. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass Trump mit seiner Ivanka, der wankt sich doch selber die ganze Zeit ein. Der ist super frustriert. Ich glaube, da geht gar nichts mehr. Ach, und deswegen hat er so schlechte Laune. Der hat so viel Kohle. Eigentlich müsste er doch Nutten ohne Ende haben. Weiß ich nicht. Er ist ja, vielleicht ist das eine so eine Sache, dass er schon seiner Frau treu ist und das fuckt ihn halt echt ab, weil, guck die mal an, also bitte. So, ich weiß nicht. Ich glaube, aber es gab auch eine, die hat ihm einen Blowjob angeboten, wenn er zurücktritt oder so. Und da hat sie auch geschrieben, ich mach's fürs Team. Ja, take one for the team, ja. Richtig. Stell's dir doch mal vor, wenn da so ein, vielleicht auch nicht mal Prostituierte. Es müssen halt, sind schon in politischen Situationen, sind schon hauptsächlich, wenn frustrierte Leute sind in der Regel Männer. Ich hasse dieses eigentlich alte, weiße Männer-Bashing. Das finde ich ein bisschen dumm, ein bisschen plump. Aber ist ein bisschen halt simpel gedacht. Nein, Tino, das ist ganz großer Quatsch. Ja, ja. Es ist nicht der alte, weiße Mann, das Feindbild, lass mal die Scheiße mal bitte in Ruhe, ja. Es ist halt zufällig so, dass das Männer sind, ob die jetzt schwarz sind oder vielleicht es sind die kleinen schwarzen Frauen, nicht die großen. Nein, es würde keinen Unterschied machen, wenn das alles dieselben Leute sind, die dann aber plötzlich auch Schwarze dabei haben. Es macht einfach keinen Unterschied. So, es gibt genauso gut irgendwie schwarze Menschen oder guck doch nach China. Es gibt auch chinesische Menschen, die einfach dumm sind. Es sind nicht alte weiße Männer, bla bla bla. So eine dumme Scheiße. Das ist viel zu simpel, Tino. Wenn du auch so denkst, dann muss ich dir mal die Kniescheiben raustreten. Aber der Punkt ist, wenn jetzt die Leute sagen, ey, Trump, entspann dich doch mal. Wir sagen jetzt mal, du fährst jetzt mal ein bisschen zurück, lässt mal die Greta in Ruhe, hörst auf ein 16-jähriges Kind über Twitter zu mobben und dafür geben wir dir so einen richtig schönen Gangbang. 20 Frauen, machen wir dir klar, die verwöhnen dich den ganzen Tag. Ja? Ich glaube, das wäre für ihn ein bisschen verlockend. Die Idee ist gar nicht neu, die gibt es auch von der Band Trailer Park oder Alligator alleine, ja? Ich weiß gar nicht, Dicks hacken. Trailer Park heißt der. Lass mich doch Dicks hacken. Für die Welt, so ist okay. Ein guter Song, könnt ihr euch gerne anhören. Den kenne ich nicht. Ich dachte, ich habe gerade was Revolutionäres mir ausgedacht. Ja, er meint das so in dem Motto so, der Krieg wird abgeblasen und solche richtig schönen, schönen Wortspiele und so. Aber dass du trotzdem noch auf diese Idee kommst, ohne dass du den Song kennst, spricht ja auch für dich. Ja, weil ich mir bei so vielen Sachen einfach nicht vorstellen kann, warum sind diese Leute so dumm? Warum haben die überhaupt das? Ich weiß es nicht. Also klar, ne, Macht und so, das macht vielleicht dann, Macht süchtig, dass du dann immer denkst, jetzt hier immer mehr. Aber im Endeffekt frage ich mich echt, was hat denn irgendwie so ein hässlicher Winnie Pooh davon, wenn der sich jetzt denkt, oh, jetzt installiere ich ja noch Gesichtserkennungssoftware und dann geht mir keiner mehr durch die Lappen und so. Was hat der in seinem Leben, dass der zu Hause in seinem Wohnzimmer sitzt und sich denkt, das ist jetzt mal eine richtig geile Idee. Machtgeilheit, Geld und er will die Kontrolle nicht verlieren. Er ist halt leider. Früher oder später ist er tot. Der kann sich doch einfach ein ganz entspanntes Leben machen. Ich verstehe das nicht. Der ganze Stress, warum lehnt er sich nicht zurück, sagt, hey, wir machen das jetzt mal ganz entspannt, Hongkong, mach dein Ding, ist mir scheißegal, da habe ich den ganzen Stress hier nicht, ja, warum nicht so? Macht, er will Macht haben, nee. Er will in die Geschichte eingehen als Starker. Also Macht wäre mir viel zu viel Arbeit. Also ich finde, es ist viel zu viel Arbeit, Menschen zu unterdrücken, schon alleine deswegen würde ich es nicht machen. Ja, ist viel zu das anstrengend. Sehe ich jetzt anders, aber du sprichst da aus der BDSM-Szene oder wo kommt da so, jetzt? So ein bisschen, ja, diese nicht die Rot, das Gegenteil davon. Dom, dominant. Dominik. Ich bin dominant. Dominik. Okay. Dominant. Wie heißt Dominik. Eigentlich, kannst du mal die Steigerungsform von Dominik sagen? Dominika. den kannte ich gar nicht. Ich hab ihn erst nach dem Aussprechen gecheckt. Das gefällt mir. Gut. Jetzt haben wir noch, naja, wir haben noch 6 Minuten, aber wir können die Woche jetzt schon mal bewerten und zusammenfassen. Und dann kann man vielleicht noch eine oder andere Sache.
Es ist fucking eine 9,5. Weißt du auch warum? Warum? Weil Herr Rodes das gesagt hat. Ja, es ist echt. Er hat gesagt, er will wegen Halle wenigstens eine 9,5. Ich habe mir schon fest gesagt, eine 10 wird es auf jeden Fall nicht. Was wäre denn gewesen, wenn er die ganzen Juden da erschossen hätte? Dann hätte es eine 10 sein müssen. Oder wahrscheinlich. Eine 11 sogar. Ja, wir haben halt mal wirklich gesagt, Dritter Weltkrieg ist eine 10. Aber das wäre halt schon echt hart. Ja, aber auch hier, für mich spielt im Kopf wirklich eine Rolle, was eigentlich schon wieder ein bisschen Doppelmoral ist, weil wir das von der Bild immer so kritisieren, oh, war ein Deutscher dabei. Mhm. Nur weil es halt in Halle passiert ist, ja, bewerten wir es vielleicht ein bisschen härter als Christchurch. Aber für mich kommt halt echt dieses ganze Hongkong und Blizzard, eigentlich es spitzt nicht. Sich alle so krass zu. Weil du hast was dagegen? Nee, ich bewerte das nicht anders. Also ich würde auch, wenn jetzt auch ein dunkelhäutiger Moslem im Rollstuhl irgendwie jetzt die NPD-Hauptversammlung kaputtmetzeln würde, würde ich auch das Hof einstufen. Ja, aber das wegen dem Rollstuhl. Also das wäre schon... Ja, weil das schon cool ist. Da wäre ich schon beeindruckt, ja. Wenn er das im Rollstuhl schafft. So nicht Amokläufer, Amokroller. Ja. Quasi. Dann auch, mir ist es egal, wer es ist. Wer stirbt, ja. Ich finde es immer schlimm und immer sehr, sehr stark von der Aussage her. Aber wir müssen trotzdem fürs Protokoll sagen, wäre dieses Event in Bangladesch passiert, wir hätten es überhaupt nicht mitbekommen. Passiert ja auch jeden Tag in Afrika, in solchen Staaten, ja. Wo ganze Universitäten kaputtgeschossen werden. Yes. Ja doch, also 9,5. Ich hätte auf 9 an sich... Ich hätte eigentlich auch 9 gegeben, aber weil Herr Rodes ab und zu immer Gast ist, könnte man vielleicht auf die 9 kommen. Der Gast eigentlich, ist König, ich weiß. Eigentlich würde ich wirklich auch auf 9 gehen, ganz ehrlich. Ja. Aber es spitzt sich halt wirklich. Und da sagt man 9,25. Wir können auch sagen, er kann im Podumcast dann 9,5 sagen und wir sagen hier im Brennpunkt 9. Okay. Ja, da bin ich selbst einverstanden. Immerhin haben wir ihn mal erwähnt und haben auch die 9,5 in den Raum geworfen, aber wir enden mal bei der 9. Ja, aber nicht nur jetzt dieses Halle-Attentat auch, das mit Trump und der Türkei, ja. Dass da die Kurden jetzt kaputt gemetzelt werden, ist ja auch, spielt auch damit rein. Ich muss wirklich nochmal betonen, ich kann überhaupt nicht einschätzen, wie krass das gerade ist, dass die Türkei in Syrien einschätzt. Ja, es ist eine Kriegshandlung, die jetzt gerade vollführt wird, dass da Menschen irgendwie zerballert werden und da geht es wieder um irgendwelche Rassen und Kulturen. Das ist schon ein großes Ding. Was? Ich weiß halt nicht mal, was genau das Ziel ist. Wollen die jetzt Syrien erobern? Ich habe da halt wirklich diese Woche nicht die Zeit gehabt, mir das Hintergrundwissen alles so reinzuballern. Das weiß ich jetzt auch nicht genau. Jedenfalls sind die Kurden für die ein Dorn im Auge und die werden jetzt kaputtgeschossen. Und ich möchte auch sagen, dass diese Punktzahl nicht irgendwie eine Geilheitsskala ist, sondern einfach nur eine Skala, wie viel passiert ist in der Woche. Und das ist schon eine Geilheitsskala. Also ich war schon sehr erregt diese Woche. Ja, aber negativ. Ja, das stimmt. Ja. Voll sad. Ja, es gab auch noch Sachen wie, dass YouTube die Verifizierung irgendwie jetzt mehr kontrollieren will. Ja, aber es wurde auch wieder zurückgerudert, so ein bisschen, keine Ahnung. Ja. Sie nehmen keine Anfragen mehr an, sie wollen selber entscheiden, wer verifiziert wird. Pff, ja. Es ist wirklich ganz, ganz viel passiert. Und außerdem ist ja auch noch Zwiebelmarkt gewesen. Weißt du, was auf dem Zwiebelmarkt noch alles für Scheiße passiert? Ja. Ist. Weil es ja schon Sonntag. Der ist ja noch im Gange, im vollen Gange, der Zwiebelmarkt. Ich war gar nicht da. Du warst nicht da? Warum nicht? Zwiebelmarkt ist doch geil. Zu viele Menschen. Leute. Dein Livestream war viel spannender, muss ich das sagen. Das stimmt. Ist echt eskaliert. Das Witzige ist, mein Livestream ist exakt zu Ende, wenn dieser Podcast online geht. Wow. Ja. Stimmt. Hammer. Nice. Geil. Es war schön gerade. Ja, bei dir. War wirklich schön, ja. Ich bin auch echt stolz, dass ich es geschafft habe, 48 Stunden durchzuziehen. Nicht wie beim letzten Mal, dass ich nach 40 Stunden schwach geworden bin. Auch die vielen Gäste, die vor Ort waren, so, großartig. Die mich völlig überrascht haben. Ja. Und Zwiebelmarkt wäre das ja, spätestens jetzt sollte ich mal aufklären, wer das wirklich gar nicht weiß, ist das größte Volksfest in ganz Thüringen. Und ich habe das freiwillig ausfallen lassen, ja. Es ist ja auch scheiße. Es kommen nur scheiß Bands. Es kommen nur scheiß Menschen aus der ganzen Welt, die den Weg blockieren. Du brauchst eine Stunde vom Goetheplatz zum Theaterplatz, weil die Menschen da rumstehen und Zwiebeln fressen wollen. Diese dummen Zwiebeln. Es sind nicht mal nur Zwiebeln, es sind auch noch so Fahrgeschäfte und es gibt irgendwelche, wie heißt denn das, irgendwelche Waffeln, die sie da fressen. Waffen auch. Wir wollen mal hoffen, dass es auf dem Zwiebelmarkt keine Waffen gibt, sonst müssen wir nachhaltig hier noch eine 10 draus machen. Im nächsten Podcast dann. Ja. Hoffen wir auch nicht. Der absolute Hammer. Wir haben sogar noch eine Minute. Zwiebelmarkt, Zino. So echt, ich hasse ihn. Echt so schlimm bei dir? Ich finde es echt ganz furchtbar. Und Riesenradfahren, das ist so dumm. Also für die sehen so blöd. Ja, also Riesenradfahren, das ist ja kein Riesenrad. Das ist ja so ein, also was ist denn da eine Unterstufe? Ein großes Rad halt einfach nur. Es ist einfach nur ein großes Rad.
Im Vergleich zu einem Fahrrad ist es schon ein Riesenrad. Ja, okay. Aber im Vergleich zum Millennium Eye oder wie es heißt in London, was ist das, 111 Meter? Das ist immer relativ. Ja, da ist es halt, es ist halt schon lame, muss man sagen. Es gibt nur eine Sache, die ich geil finde am Zwiebelmarkt, das sind diese Knoblauchbrot-Stände. Okay. Da war ich ganz gerne mal so nach in den Theaterproben, bin ich vorbeigerusht, so hintenrum, hab mir bei wenig besuchten Ständen mir dann so ein Knoblauchbrot geholt mit Fett, Knoblauchsoße drauf und Zwiebeln, das ist richtig geil. Das ist deine persönliche Empfehlung. Meine Meinung, ja, und meine Empfehlung. Ja, meine Empfehlung. Herz aller Liebst, liebe Leute.